Fundobodenelemente von Wedi bieten eine zuverlässige, wirtschaftliche und vor allem sichere Lösung für den Bau wasserdichter und bodenbündiger Duschen. Ausgestattet mit einem dicht montierten Bodenablauf, einer zusätzlichen wasserdichten Beschichtung und einem vorgegebenen Gefälle erfordern sie deutlich weniger Arbeiten auf jeder Baustelle und sparen so dem verarbeitenden Betrieb sehr viel Zeit. Nachfolgend wird die Montage mit einem waagerechten Ablauf dargestellt. Legen Sie einen Randdämmstreifen aus, um eine Schallbrücke zu vermeiden. Das Fundo-Element trocken einlegen und die Position des Ablaufs markieren. Das Rohr kann schon auf die benötigte Länge angepasst und der Ablauftopf montiert werden. Vor dem Verfüllen den Bautenschutzdeckel aufsetzen, damit kein Mörtel unbeabsichtigt in den Ablauf gelangt. Die Aussparung wird mit einer gebundenen Ausgleichsschüttung oder erdfeuchtem Estrich bis auf notwendige Höhe aufgefüllt. Ordentlich verdichten, Maßhaltigkeit prüfen und auf entsprechender Höhe glatt abziehen und zureiben. Bevor das Element nochmals zur Prüfung eingelegt wird, den Bautenschutzdeckel und eventuelle Verunreinigungen entfernen. Jetzt wird das Fundo-Element nochmals trocken zur Prüfung eingelegt. Sollte es nicht passen, wäre jetzt noch Zeit für eine Korrektur der Position des Ablaufs. Anschließend den O-Ring von oben in die Rille des Kunststoffrahmens einlegen und Brausetassenschraubventil mit Dichteinsatz verschrauben. Zur festen Verschraubung nochmals den Bautenschutzdeckel zur Hand nehmen und nachziehen. Wichtig ist das vollflächige Auftragen von Dünnbettmörtel auf der Unterseite des Duschelementes. Vorab eine Kontaktschicht ziehen, die Seiten, die an die mit Bauplatten verkleidete Wand gesetzt werden, mit WEDI 610 versehen und bündig in die Aussparung einsetzen. Der Einbau ist mit der Wasserwaage auf Planebenheit zu überprüfen. Anschließend werden die Stöße Fundo-Bodenelement zu mit Bauplatten beplankter Wand nochmals mit WEDI 610 abgedichtet und mit einem Spachtel glatt gezogen. Unter geringem Druck, zum Beispiel mit Hilfe von Fliesenpaketen, den Fliesenkleber etwa 12 Stunden aushärten lassen. Nach ausreichender Erhärtung kann der Randdämmstreifen auf passender Höhe abgeschnitten werden. Recht einfach lässt sich aus der Bauplatte eine Unterkonstruktion für Waschbecken erstellen. Dazu einfach die auf gewünschtes Maß zugeschnittenen Bauplatten mit WEDI 610 verkleben. Wer einen Teil dieser Unterkonstruktion auch als Ablage für zum Beispiel Shampoo nutzen möchte, sägt zunächst eine entsprechende Aussparung in die Duschtrennwand. Anschließend an Wand und Boden eine Raupe WEDI 610 ziehen und die Bauplatte XL einfach ankleben. Die Konstruktion mit Hilfe einer Wasserwaage ausrichten, die Stöße im Innen- und Außenbereich sowie am Boden nochmals mit WEDI 610 versehen und mit einem handelsüblichen Spachtel glattziehen. Eine zusätzliche Stabilität erhält diese Duschtrennwand später mit der Verfliesung. Linksseitig liegt die Waschbeckenunterkonstruktion auf der Duschtrennwand auf. Die Aufnahme auf der rechten Seite erfolgt durch eine Metallkonsole. Auch hier wieder eine Raupe mit WEDI 610 ziehen, die Waschbeckenunterkonstruktion durch die Aussparung schieben, andrücken und ausrichten, sowie alle Stöße und Durchdringungen mit WEDI 610 abdichten. Hinweis: Die maximale Spannweite solcher Konstruktionen sollte nicht über 1,20 m liegen. Anschließend den Stoßbereich WEDI Fundo Primo zum Estrich mit dem Dichtset abdichten. Tipp: Die angrenzende Estrichfläche kann mit Subliner Dry & Flex oder WEDI 520 flexibler Dichtschlemme abgedichtet werden. Nach Aushärtung der Dichtmasse, nach ca. 5 Stunden, kann verfliest werden.